In Köln dürfen Moscheengemeinden von nun an zum Freitagsgebet rufen. Das Modellprojekt ist zunächst auf 2 Jahre begrenzt und betrifft 35 muslimische Gemeinden. Allerdings gibt es Auflagen. Der Muezzinruf darf nicht länger als 5 Minuten ausgestrahlt werden und eine bestimmte Lautstärke nicht übersteigen. So laut wie die Kirchenglocken wird es natürlich nicht sein, aber symbolisch denke ich schon, dass das ein weiterer Schritt ist. Rund 5,5 Millionen Moslems leben in Deutschland. In Köln sind es 120.000. Die Oberbürgermeisterin pocht auf das weltoffene Image der Karnevalshochburg. Ja, die Kölschen singen von Toleranz. Die lieben die Toleranz und jetzt werden sie auch leben. Wir werden einen Modellversuch machen. Ganz unumstritten ist der Modellversuch jedoch nicht. Das Pilotprojekt sorgt für heftige Diskussionen in den sozialen Medien.